Bayern. Der Kapitän der Pforzheimer, Sebastian Rutz, hat neulich beim Interview gesagt, dass die Spielberger gegen Pforzheim immer besonders motiviert sind. Ist das heute eingetroffen und wie haben Sie das Spiel gesehen heute? Ja, da gebe ich, das stimmt, was der Sebastian sagt, weil die Jungs sind alle in der Jugend miteinander gespielt. Es hat auch ein bisschen Derby-Charakter, ja, die sind nicht weit weg von uns. Die Jungs kennen sich gut und dass das ein spannendes und interessantes Spiel wird, das ist klar, das war keine Frage. Ein Punkt aus diesem Spiel, ein bisschen schade in Anbetracht der Tatsache, dass es ein hochkarätiges Spiel war. Ich sehe das jetzt nicht so. Also ich bin zufrieden mit dem Punkt, weil man, wenn man den Spielverlauf gesehen hat, man fairerweise zugeben muss, dass wir in der zweiten Halbzeit mit dem Pfostentreffer vom CFR Pforzheim Glück gehabt haben. Wir haben ein sehr schönes Freistoßtor gemacht mit dem Robin Müller. Der CFR hat nicht locker gelassen, hat natürlich nochmal alle Kräfte mobilisiert und hat durch ihren Standard den Anschlusstreffer gemacht. Ich bin zufrieden vom Spielverlauf her und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Der Führungstreffer, der zweite Führungstreffer durch Robin Müller war ja ein Ausnahmetor. Oder darf man mit sowas bei Spielberg öfters rechnen? Ja, weiß jetzt nicht, ob das so ein Ausnahmetor war. Also ich trainiere ja Distanzschüsse und sonstige Dinge. Der Robin war richtig gut drauf heute, ja, und er kriegt den Ball vom Thomas schön quer gespielt und er versucht so ein bisschen einen Lobball zu spielen und hat halt da heute seine Leistung mit diesem Tor. Ich habe belohnt worden und hat seine Leistung gekrönt damit. Könnten Sie noch ein paar Worte zur plötzlichen Rückkehr von Fabian Jeck sagen? Ja, ich bin froh, dass wir das hinbekommen haben mit Fabian, dass er sich noch einmal entschieden hat. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass Fabian vielleicht da irgendwo so dieses Regionalliga, diesen Druck, diese Situation war schwierig für ihn. Er hat dann im Sommer gesagt, nach 2 Jahren hier, wo er sich noch nicht richtig durchsetzt hat, können probiert er was anderes. Wir konnten jetzt ihn noch einmal überreden, dass er sich entscheidet für den SV Spielberg und ich bin auch der Meinung, jetzt kommt eine andere Situation auf ihn zu, Oberliga, und er muss seine Erfahrung und auch diesen Wille jetzt reinbringen, dann denke ich mal, wird er auf jeden Fall eine Verstärkung für uns sein. Für Sie geht es jetzt gleich am Mittwoch weiter, die englischen Wochen scheinen keinen Abriss zu nehmen, Pokalspiel, was können Sie uns darüber sagen? Ja, am Mittwoch das Pokalspiel gegen Eppingen, Eppinger Aufsteiger in die Verbandsliga, muss man jetzt mal gucken, die spielen morgen, das werde ich mir angucken, das Spiel, wer sie beobachtet, Aufsteiger, lebt wieder Euphorie, das zweite Pflichtspiel für die dann, und ja, da müssen wir hingehen, müssen wieder Vollgas geben, und ich sage so, wir haben doch einen positiven Druck, ja, wir haben Pokalspiel, wir haben oder positive englische Woche, wir haben Pokalspiel und das ist doch gut so. Ja, wir wollen den Pokal nicht ausscheiden, wir wollen im Pokal weiterkommen, wir wollen gegen Eppinger gewinnen und dann darf man das nicht als negativ ansehen, diese englische Woche, sondern das Positive rausziehen und das werden wir intern von der Mannschaft und dann werden wir am Mittwoch wieder eine Truppe auf den Platz stellen und Gas geben. Von einigen Seiten kam die Bemerkung, dass vergangenen Mittwoch die englischen Wochen sich ausgewirkt hat. Also denken Sie nicht, dass das jetzt am kommenden Mittwoch wieder die Gefahr ist, dass die Mannschaft vielleicht zu früh K.O. ist? Nein, weil es jetzt ein völlig anderes Spiel ist. Das ist eine völlig andere Mannschaft. Das Spiel wird am Mittwoch anders da laufen. Und ich sage es nochmal. Wir haben 3-0 geführt, eine gute Halbzeit abgeliefert, aber das ist schon anderen Mannschaften passiert, dass sie so nicht so gut spielt, zweite Halbzeit, aber nichtsdestotrotz, wir haben 3-2 gewonnen, wir sind mit 3 Punkten heimgefahren, Punkt aus, Armen, Ende. Wie das zustande kommt, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Kurzes Fazit nach dem 4. Spieltag, zufrieden was wird man jetzt am ehesten angreifen im Training vielleicht? Also ich bin zufrieden mit der Mannschaft, vom Auftreten, von auch der Spielweise, was die Mannschaft an den Tag legt und wir werden ganz normal weiter trainieren, wir werden natürlich unser Training dementsprechend anpassen, den englischen Woche geschuldet und nochmal, wir ziehen positive Dinge raus und ich bin auch mit dem Saisonverlauf bisher zufrieden. Alles gut, alles prima.